Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin euer Nixon, das hier ist ganz offensichtlich Gothic und heute geht's mal wieder weiter hier in diesem wunderschönen Rollenspiel, diesem sehr actionbetonten Rollenspiel, aber wunderbares Rollenspiel, ja. Und wir fassen mal so ein bisschen zusammen, was wir denn beim letzten Mal eigentlich so getrieben haben. Wir haben nämlich irgendwie unser Bestes getan, damit die Anhörung des Schläfers, nee, die Anrufung des Schläfers wohl eher stattfinden kann. Und zu dieser Anrufung ist es tatsächlich gekommen und die war ein voller Erfolg, Fragezeichen. Ja, Iberion ist aus dem Latschen gekippt und wir haben alle eine Vision empfangen, mit der wir nichts anfangen konnten. Voller Erfolg, würde ich schon sagen, ja. Der Schläfer hat zu uns gesprochen. Auch wenn keiner versteht, was er wollte. Immerhin besser als nichts, ne? Ich glaube, ich probiere das jetzt mal gerade hier mit dem Schattenläufer. Das macht mich jetzt an, der Versuch. Ja, danach haben wir uns mit ein bisschen mit Orks rumgeprügelt. Holy shit, ich kann Schattenläufer totprügeln mit 4 Schlägen. Ich glaube, ich brauche meine Rüstungsringe gar nicht mehr anzuziehen. Wenn ich die Gegner erschlage, bevor sie mir gefährlich werden können, dann ist es egal, welche Rüstungsklasse ich habe, oder? Da bleibe ich lieber bei den Stärkeringen, weil wenn ich mit denen so viel mehr Schaden mache, dann ist das echt top. Ja, wie auch immer. Wir haben uns dann ein bisschen mit Orks rumgeprügelt, weil unsere Vision ja irgendwie was mit Orks zu tun haben sollte oder so. Ja, der Weg in die Freiheit führt über die Orks, bla bla bla. Ja, wir haben es alle gehört, was Koranga da von sich gegeben hat. Dabei haben wir festgestellt, dass einige Mitglieder der Bruderschaft ein bisschen hirntot sind oder so und der Meinung sind, sie müssen uns immer wieder vermöbeln. Ist ja eigentlich nichts Neues, ne? Und ja, bei unserer Rückkehr, unserer sehr erfolglosen Rückkehr zu Koranga hat er dann gesagt, ja, scheiße, dann vergessen wir unseren Ausbruchsplan. Iberion hat eh gesagt, der Schläfer scheint wohl irgendwie doch kein Gott zu sein, sondern irgendwie böse oder sowas. Und deshalb konzentrieren wir uns jetzt lieber mal darauf, was das neue Lager vorhat. Die haben doch auch so einen komischen Ausbruchsplan. Dann sollten wir vielleicht denen helfen. Vielleicht sind die erfolgreicher als wir. Aber die brauchen diesen Fokus, den wir jetzt auch die ganze Zeit gebraucht haben. Kannst du denen nicht mal den Fokus rüberbringen und dann sind wir glücklich? Ich glaube, ich lasse die Fackel jetzt liegen. Die Arbeit, die dauernd wieder aufzuheben, ist mal zu viel. Ja, es ist verdammt viel Arbeit, die Fackel wieder aufzuheben. ich wollte es ja eigentlich behalten, ne, als Andenken quasi, aber nee, muss nicht. Oh, Mist. Aber ich habe es überlebt, überraschenderweise. Ist in der Höhle hier eigentlich was? Ich glaube, nachts kann man hier einen Schläfer treffen. Quatsch, einen Schläfer, einen Schattenläufer treffen, einen Schläfer treffen. Ja klar, wir treffen den Schläfer in der Höhle. Deshalb haben die Leute von der Bruderschaft sich auch so viel Arbeit damit gemacht, den anzurufen, weil er irgendwo in der Höhle sitzt. Ne? Ist klar. egal, wir sind hier unten nicht dort, wo ich hin wollte. Ist ja auch nicht so schlimm, wir kommen ja wieder raus hier. Ich gucke mich auch noch ein bisschen um, vielleicht sind hier noch Viecher. Also ich denke, oben sind auf jeden Fall noch jede Menge Blutfliegen, aber die interessieren im Moment eher weniger. Jetzt jedenfalls. Erstmal gucken, was hier sonst so in der Nähe rumwuselt. Nichts. Das ist jetzt nicht so sonderlich viel. Gut, dann gehen wir wirklich auf die andere Seite und hauen Blutfliegen, aber ich glaube, ich sollte mich vorher ein bisschen heilen, wegen Wargs und so, weil die können wir jetzt ja auch theoretisch blatthauen und das werden wir dann heute auch tun. Also heute ist wieder ordentlich Leveln angesagt und heute ist auch Quest abgeben angesagt und so. Denn wir hatten ja eigentlich den Auftrag, warum machen wir den ganzen Quatsch? Genau. Wir hatten ja eigentlich den Auftrag von Raven zu gucken, was die Bruderschaft da eigentlich treibt und so viele Informationen einzuholen wie möglich. So, und was haben wir jetzt für Informationen? Die Anrufung des Schläfers hat funktioniert. Die Bruderschaft hält den Schläfer jetzt irgendwie für irgendwas Bösartiges und Korkalom hat die Bruderschaft verlassen, Iberion ist tot, alles in Butter oder so, ne? Auf gut Deutsch, die Bruderschaft ist ziemlich am Ende, bei denen wird sich wohl nichts mehr Besonderes tun und damit ist unser Auftrag erledigt. Ja, wir sind praktisch fast schon verantwortlich für den Zerfall der Bruderschaft, wenn man das so nennen kann. Ich meine, noch gibt's da das Lager, aber ja, ihr Gott ist tot, quasi, also keiner betet mehr zu ihrem Gott und ihr Streben nach Freiheit hat sich nicht so ganz ausgezahlt, ne? Sie wollen zwar immer noch die Freiheit, aber auf dem Weg wie bisher vermutet kriegen sie nicht. Naja. Das sollten wir dann Raven bei Gelegenheit mal erzählen. Vielleicht kriegen wir dann auch eine neue Rüstung. Ich meine, wir sind ja mittlerweile Gardist und als Gardist können wir noch 2 bessere Rüstungen kriegen, zumindest in der Theorie, in der Praxis glaube ich sogar nur eine. Aber das ist ja egal, Hauptsache wir kriegen wenigstens diese eine und ja, müssten hier nicht Wargs rumlaufen, Mensch?
Ich bin der Meinung, ich höre die ganze Zeit irgendwelche komischen Geräusche, aber ich kann es nicht zuordnen. Und warum gibt's hier Scavenger? Okay. Ach, die Wachs sind da unten, okay. Ich hoffe, dass sie mich hier nicht gleich zerreißen, aber komm schon, wenn ich mit einem Schattenläufer fertig werde, dann werde ich ja wohl mit ein paar blöden Hundchen fertig werden. Auch wenn es Orkhunde sind. Ich mache mir da jetzt eigentlich relativ große Hoffnung. Die dürfen mich vielleicht nicht allzu oft treffen, aber ich darf die auch nicht allzu oft treffen, dann sind sie auch schon hinüber. Sag ich doch. So, geht doch. Du auch noch? Komm her. Sache erledigt. Hat zwar wehgetan, aber denen hat's mehr wehgetan als mir. Ja, die Sache wird euch eindeutig mehr wehtun als mir. Orkhunde splattern, juhu. Ja, versuchen wir mal noch ein bisschen die Gedanken zu sammeln. Ich glaube, ich könnte mal eher Reis essen, oder? Der heilt doch so wenig. Wo ist mein Reis? Da ist mein Reis. Haben wir noch 19 Schüsseln. Hauen wir uns erstmal die in den Kopf. Ja. Raven reden, vielleicht eine neue Rüstung abgreifen, wenn es geht. Und dann gucken, ob er was Neues für uns zu tun hat. Wir sind ja immerhin hier Schoßhund der Erzbarone. Wir dürfen für die Drecksarbeit machen und so. Und ganz nebenbei können wir dann auch noch den Fokus, den wir jetzt ja wieder haben, ins neue Lager bringen. Da waren wir eh schon verdammt lange nicht mehr. Ach so, und wir haben eine Teleportrune für ins Sumpflager. Die legen wir uns mal auf den Knopf. Aber ich glaube nicht, dass wir die jemals benutzen werden, weil im Sumpflager gibt es jetzt wirklich gar nichts mehr. Das ist so mit ein Grund, warum ich mich nie wirklich dem Sumpflager angeschlossen habe in dem Spiel. Das Lager gibt's nicht sehr lange. Also ich meine, das Lager ist nicht wirklich von Bedeutung. Ihr schließt euch dem Sumpflager an, kurz darauf kommt dann die große Anrufung des Schläfers und dann ist mit Sumpflager Feierabend, ne? Also dort passiert jetzt wirklich gar nichts mehr für den Rest vom Spiel. So viel darf ich, glaube ich, schon sagen, ohne zu viel zu spoilern oder so. Die sind jetzt einfach am Ende. Ich meine, ihr geistlicher Führer ist tot, ihr Gott ist kein Gott offenbar und ja, Ende. Dumm gelaufen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass hier noch Gegner rum... Och doch, da ist ein Wolf. Da sind Rudelwölfe, wow. Hi. Ihr könnt's... Ihr haltet doch nichts aus. Versucht's doch gar nicht erst. Wenn ich gerade eben mit 5 Wargs fertig geworden bin, dann glaubt ihr doch nicht ernsthaft, dass ihr noch eine Bedrohung für mich sein könntet, oder? Aber das ist gut, dass wir mit den Wargs fertig werden, weil wir werden es in Zukunft mit sehr, sehr üblen Gegnern zu tun bekommen. Und wenn ich mit einem Rudel Wargs fertig werde, ohne groß ins Schwitzen zu kommen, dann werde ich auch mit den anderen Gegnern, mit denen wir es in dem Kapitel zu tun kriegen, fertig werden. Und das können wir jetzt auch alles austesten, das ist das Gute. Aber erstmal kümmern wir uns noch ein bisschen um das, was hier so rumkreucht und fleucht, weil es gibt alles Erfahrung, ne? Und das ist geschenkt. Also, sowas nehme ich gerne mit. Ist da noch irgendwas in der Richtung? Da hinten sind Scavenger, die habe ich schon erledigt. Und hier ist nichts. Ja, das ist nicht viel. Hinten waren noch irgendwo Mole Rats oder so. Über die Brücke sind Snapper. Mit denen können wir uns gleich mal messen und gucken, ob, ob wir stärker sind als die. Aber... erstmal hier Mole Rat vermöbeln. Ja, stirb. Und außerdem möchte ich noch eine andere Art von Gegnern konfrontieren. Gegner, von denen ich mich bisher immer ganz gerne ferngehalten habe. Aber irgendwann kommt nun mal der Zeitpunkt, wo man es ausprobieren muss, nicht wahr? Warum stehen die da nicht? Sind die drin? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Mach mal die Tür auf. Gehen wir erstmal nach oben. Ich bin ziemlich überzeugt, dass die keinen Leitern klettern können, also gehen wir erstmal nach oben. Ich kann auch noch keinen sehen, das ist gut. Beruhigend gewissermaßen. In diesem Turm haust der Tod und das gefällt mir gar nicht gut. Aber egal. Er ist auf jeden Fall ein schöner Aussichtspunkt, ne? Direkt hier am Meer, an der Klippe und irgendwie furchtbar leer. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, die hätten hier oben noch irgendwas hingepackt zum Einsammeln. Das wäre zumindest typisch Gothic, aber dann halt nicht. Da drüben ist noch eine Ruine. Werden wir auch noch kennenlernen in dem Kapitel, ja. Also ehrlich gesagt, ich freue mich immer auf dieses Kapitel, das jetzt kommt, das wir jetzt machen. Weil erstens, wenn wir in diesem Kapitel feststellen, wie unglaublich mächtig wir eigentlich schon sind. Und zweitens werden wir viel, viel mit altbekannten Leuten Kontakt haben. Und ja, wir lernen die Kolonie besser kennen. Das kommt noch kostenlos dazu. Also Kapitel, was ist das jetzt, 3 oder 4? Ich weiß gar nicht. Ist auf jeden Fall immer ein ziemlich cooles Kapitel. Naja, dann komm mal her, Kollege.
Kannst du mal sterben? Oh Mist. Da ist noch ein Krieger dabei oder so. Gut, die sehen schon mal gut mitgenommen aus. Kommt her. Ich will euch doch nur töten. Lässt sich das nicht irgendwie einrichten? Leute, danke. Du bist der Nächste. Okay, wir haben gelernt, prinzipiell kann ich mit diesen Skeletten fertig werden. Sogar mit einem Krieger, allerdings... ja, nur weil ich es kann, heißt das noch lange nicht, dass ich es sollte. Heben wir uns das für später auf. Wir wissen auf jeden Fall jetzt, dass es geht. Ohne Zweifel, ich werde mit Skeletten fertig, auch meinetwegen mit zwei Stück gleichzeitig, wenn es gut läuft. Aber nee, muss jetzt noch nicht sein. Das heben wir uns dann vielleicht doch lieber noch ein paar Minuten auf. Oder ein paar Stunden, meinetwegen. Es gibt ja noch genug anderes zu tun in dem Kapitel hier. Da unten ist noch eine Blutfliege. Da drüben dürften jede Menge Snapper sein, die ich jetzt lieber mal ignoriere, weil da kommen wir noch früh genug hin in dem Kapitel. Genau. Aber die Snapper da drüben, die können wir gleich mal ausprobieren. Theoretisch, wenn ich einen Schattenläufer schaffe, müsste ich einen Snapper mühelos schaffen. Das ist zumindest meine Theorie, weil ein Snapper ist auf jeden Fall schwächer als ein Schattenläufer. Er ist ja auch tausendmal kleiner oder so. Ja. Und Größe ist in Gothic alles, ja. Je größer, desto tot oder so. Also, ja. Die Viecher, wenn sie sehr groß sind, sind normalerweise auch sehr stark und sehr gefährlich und sehr tödlich. Und überhaupt. Das kann man gut vergleichen, ne? So eine Blutfliege ist ziemlich winzig und ist auch ziemlich ungefährlich. Ein Snapper ist schon eine Nummer größer und ist auch eine Nummer gefährlicher. Und ein Schattenläufer ist riesig und extrem todbringend. Macht alles Sinn. In meiner Welt jedenfalls. Und es wird Nacht. Das ist nicht gut. Wir sollten gucken, dass wir zum Lager kommen. Weil bei Nacht wird es dunkel. Und nur weil ich hier was sehen kann, weil ich für mich die Helligkeit hochgestellt habe, heißt das noch nicht, dass ihr was sehen könnt. Weil wir haben ja festgestellt, dass die Videos für euch irgendwie scheiße dunkel sind. Ich wollte eigentlich nur einen von euch. Dankeschön. Das reicht mir auch schon. Du kannst schwimmen, oder? Ja, du kannst schwimmen, genau. Das ist richtig so. Komm nur rüber. Yeah, der gibt ja richtig Stoff beim Schwimmen. Wow. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Mach Platz, Pfeffi. Okay, dann brauche ich bei euch beiden keine Angst zu haben. Oh Mann, da mache ich mir so ein Zimt wegen so einem blöden Snapper. Komm her. Oh, der rennt, verdammt. Ja, dann renn halt. Würdest du das bitte unterlassen? Du tust mir weh. Also, ich stelle gerade fest, ich kann zwar mit den Viechern locker fertig werden, aber wehtun tun sie immer noch. Naja, egal. Wir werden das bei Gelegenheit ändern. Genau, wenn wir die neue Rüstung haben und so, dann wird das alles bestimmt viel schöner und so. Hauptsache ist, ich brauche nur zwei Schläge für so ein Vieh tot zu kriegen. Das ist so das Wichtigste. Oder falsch, zwei ordentliche Treffer und sie sind tot, aber kommt aufs Gleiche raus ungefähr. Jetzt erstmal nachdenken. Ich will auf jeden Fall zuerst ins alte Lager. Wir haben Lernpunkte und zwar jede Menge. Wo sind sie denn? 41 Stück, okay. Und wir brauchen noch 10 Punkte Stärke, dann sind wir mit der Stärke am Maximum. Wir könnten Zweihänderkampf lernen, aber ich glaube, den spare ich mir jetzt einfach mal noch auf, weil ich wüsste gar nicht, wofür ich den lernen soll. Ich glaube, am Ende vom Spiel kriegen wir sowieso wieder ein Einhandschwert, also für wen lerne ich Zweihandkampf? Ne? Also, ja. Es gibt keine so besonders guten Einhandwaffen in dem Spiel hier. Die Zweihandwaffen sind schon besser, aber man ist so langsam damit und hat so wenig Reichweite und Und wenn ich hinterher sowieso wieder mit dem Einhänder rumlaufe, ist es auch doof. Ja, ihr wisst, worauf ich raus will, nehme ich mal an. Ja, dann wäre es vielleicht sinnvoller, wirklich die Punkte aufzuheben und für Magiekreise zu investieren oder so. Oh, guck mal, in Extremos weg, aber die Trommel steht noch. Hallo Diego. Ja, für Gommes, genau. Bring mir mal was über Stärke bei und so. Ja, ja, wir wissen schon, dass du mir beibringen kannst. Mach mal 5 Punkte Stärke. Okay, verdammt, er bringt mir keine Stärke bei, weil das Maximum bei 100 liegt und ich bin bei 115. Mach's gut. Okay. Also wirken wir dem entgegen. Wo sind meine Ringe? Wo sind meine Adler? Okay, davon muss ich auch unbedingt mal ein paar verkaufen. Du gibst Stärke 10, du gibst Stärke 5, du gibst Stärke 10. So, jetzt müssen wir bei 90 sein. Genau. Und jetzt kannst du mir auch was beibringen. Das ist ein bisschen doof gemacht, ne? Also das Spiel könnte durchaus registrieren, dass mein Stärkewert auf magischen Veränderungen basierte und nicht auf tatsächlich gelernten Werten. Aber okay, so, jetzt müsste Schluss sein, ne? Du bist am Ende deiner Möglichkeiten. Du solltest etwas anderes lernen. Ja, genau, ich sollte etwas anderes lernen. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen.
Komm bald wieder. Es gibt viel. Ja, ich komme irgendwann wieder. Mach's gut. Aber nicht um was bei dir zu lernen, glaube ich. Weil gelernt habe ich jetzt erstmal genug. So, Stärkebonus 10, Stärkebonus 5, Stärkebonus 10. Wir müssen unbedingt mal ins neue Lager. Davon bin ich überzeugt. Hey Torus, wie sieht's aus? Wie ist die Lage? Ja, für Gomez, klar. Zweikampf will ich nicht lernen und ansonsten hast du nichts für mich zu tun. Super. Ja, wir haben uns auch noch nie richtig in der Burg hier umgeguckt, ne? Sollten wir vielleicht auch mal nachholen. Wir kennen ja noch gar niemanden hier. Wir wissen, hier sind Leute. Zum Beispiel Scorpio. Wir haben noch nie mit ihm geredet. Die Entscheidung von dir, zu uns zu kommen. Lass mich vorbei. Ist das alles, was du mir sagen willst? Ja, für Gomez. Kann ich von dir lernen? Wenn du genug Erz hast, zeige ich dir den Umgang mit der Armbrust. Gib mir einfach 200 Erz. Wie wär's mit Nein, danke? Aber gut, ich könnte auf jeden Fall Armbrust schießen lernen, ohne vorher Bogenschießen gelernt zu haben. Das ist gut zu wissen. Oh, da liegt Erz. Das nehme ich mit. Wunderbar. Ja, die haben... Es ist wirklich ein Bonzenlager. Ne? Die haben so viel Erz, dass sie es nicht mal ordentlich wegräumen. Die Tür da unten müsste abgesperrt sein von rechts wegen. Oh, da liegt aber noch Erz. Also gehen wir doch trotzdem runter. Gucken wir auch gerade nach der Tür, aber ich bin der Meinung, die müsste abgesperrt sein. Ja, diese Tür reagiert nicht auf mich. So ein Pech. Dabei war sie so verlockend. Wir müssten eigentlich zu Raven, ne? Aber wen interessiert Raven? Ich will mich erst noch ein bisschen hier umgucken. Obwohl das vielleicht auch nicht der beste Zeitpunkt dafür ist, aber noch ist es vielleicht gar nicht falsch. Noch zwei Köche? Wie viele Köche habt ihr hier eigentlich? Red mal mit mir, Omid. Für Gomez. Yo, genau. Okay, ihr seid nutzlos, oder du zumindest bist nutzlos. Was ist mit dir, Balam? Für Gomez. Genau. Alles klar? So klar wie vor 20 Jahren. Und seitdem hat sich hier nicht viel verändert. Du bist seit 20 Jahren hier. Okay. Aber du hast mir auch nichts zu sagen, was irgendwie von Interesse wäre. Mach's gut. Halt die Ohren steif, Junge. Mach ich. Cool, ne? Hier liegen irgendwie gebratene Scavenger oder sowas. Und ein Sack voll mit, ich weiß nicht was, vielleicht Bohnen oder sowas. Keine Ahnung. Es ist erstaunlich, wie groß der Turm von innen ist, dass sie so viel Platz haben, hier noch ordentlich drin zu kochen. Von draußen sieht er so klein aus, ne? Aber nur, weil man eben nur, ja, die Hälfte davon sieht. An sich können wir hier natürlich das ganze Lager erkunden, so viel wir wollen, ne? Wir können überall rein und überall hin, theoretisch zumindest. Schließlich sind wir ja Mitglied dieses Lagers und, ja... Wir sind hier quasi nicht unerwünscht, aber Ärger machen sollten wir trotzdem keinen. Okay, hier kann man nicht weiter hoch. Oder sowas. Na, hat mich irgendwie überrascht. Und jetzt wird es auch noch Nacht. Das ist natürlich auch nicht sehr hilfreich. Ich gehe mal zu Raven. Machen wir das mal zuerst. Dann suche ich mir ein Bettchen zum Schlafen und dann sehen wir mal morgen aus. Sehen wir mal morgen, wie es weitergeht. Raven, mein Freund, rede mit mir. Nee, nicht Wasserpfeife. Ich will mit Raven reden. Hallo. Jo, hi. Genau, das will ich. Ich will einen Zwischenbericht abgeben. Gut, ich bin gern gut informiert. Die große Beschwörung hat stattgefunden. Du hast deine Sache gut gemacht. Ist das bitte jetzt alles? Das ist ein Witz. Lass mich mal durch. Naja, gucken wir mal, ob Gomez was zu sagen hat, oder? Hallo. Okay, vergiss es. Syra tanzt. Und sie redet nicht mit mir. Ich weiß nicht, ist das ein Tanz oder ist das irgendwie ein epileptischer Anfall? Ich bin mir da nicht so sicher. Du darfst nicht mit mir reden. Ja, ich darf nicht mit dir reden, ist schon klar. Du darfst nicht mit mir reden. So, hier haben wir noch jede Menge Schwertchen rumstehen. Die Frage ist, komme ich an die einfach so dran? Ja, der wird mich wahrscheinlich nicht lassen. Habe ich irgendwie einen Schlafzauber oder sowas? Das nehme ich als Nein. Okay, dann halt nicht. Da oben sind auch überall Wachen. Ah, Mann, macht's mir doch nicht so schwer hier in der Burg. Irgendwo gibt's auch Betten. Ich glaube, das ist irgendwo in dem Bunker hier oder so. Katta, mit dir haben wir auch noch nie geredet, oder? Für Gomez. Ja, genau. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Das Leben als Gardist wird dir gefallen. Ja, danke. Pff. Ich bin auch ein ganz toller Gardist. Ah, und da sitzt unser bester Freund in Spee oder so. Mit dem reden wir dann später, wenn ich ausgeschlafen bin. Ja, Torus hat uns mal was beigebracht, ne? Weil er hat gesagt, wir Gardisten, wir halten immer zusammen, komme, was da wolle und überhaupt und sowieso. Während sich alle gegenseitig bekämpfen,
sind wir diejenigen, die im Lager zusammenhalten, und wir sind die Besten und die Tollsten, und ich will von meinen Leuten gar nichts anderes, außer dass sie sich daran halten. Ja, und jetzt haben wir da einen Freund sitzen. Ich wollte nicht unbedingt durch die Wand springen, aber es ist sehr dekorativ. Komme ich da auch wieder raus? Hier unten dürften wir übrigens noch gar nicht sein. Ich glaube, ich versuche mich mal hier rauszubewegen. Hier können wir nämlich eigentlich noch gar nicht hin. Aber so nennt man auch die Map kennen. Ah, habe ich schon erwähnt? Nee, in dieser Aufnahme noch nicht. Gothic, die Mutter aller Bugs, ne? Ich wollte eigentlich auf den Tisch klettern von hier unten aus. Stattdessen bin ich durch die Wand gefallen und ja. Ist das nicht geil? Ich mag das Spiel. Okay. Erinnert ihr euch an den Namen Bullet? Schon mal gehört? Wen haben wir denn da? Du bist doch der Typ, den ich getauft habe. Was willst du? Noch mehr Schläge? Unbedingt. Ich bin gekommen, um dir dein großes Maul zu stopfen. Ja, dann komm mal her, Bürschchen. So, ich denke, wir haben uns verstanden, Bullet, oder? Stone? Stone? Geht's noch? Noch einmal und du kannst was erleben. Stone, kannst du mir bitte erklären, was es gerade soll? Ich konnte nicht mal mehr meine Waffe ziehen, ne? Also, hat nicht geklappt. Ist okay, ignorieren wir das hier. Ich habe meinen Zwischenbericht abgegeben. Gehen wir nochmal dahin. Ich finde das gerade ein bisschen extrem scheiße, dass Stone sich da einmischt. Vor allem, ich habe nicht die Schlägerei angefangen, sondern Bullet. Und ich habe Bullet gezeigt, wo der Hammer hängt. Ja, und was habe ich davon? Nix. Ist zum Kotzen. Gut. Als Dank dafür raube ich euch jetzt aus. Einverstanden? Kannst du die Tür bitte zumachen? Nö, kannst du nicht. Geht doch. Gut. Oh Gott. Die Kombinationen sind irgendwie zu lange. Essenz der Stärke? Oh, das ist aber nett. ja, also solche Tränkchen würde ich schon gerne noch ein paar mehr finden, wenn wir schon dabei sind, hier das alte Lager auszurauben. Rechts, also links, rechts, 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 und das war's, okay. Nee, du sollst das Zeug schon mitnehmen. Ein Rasiermesser brauche ich zwar jetzt nicht unbedingt, weil ich will meinen Bart gerne behalten, aber schön, dass es da ist, es ist Geld wert. Rechts, links, Mist. Rechts, links, rechts, rechts. Okay. Ich weiß, das ist alles nur Kleinkram, alles nur Müll, den man nicht zwingend bräuchte, aber ja, es ist geschenkt. Und nach dem Fiasko gerade eben mit Stone, finde ich, ist das ein fairer Ausgleich dafür, dass ich es laden musste. Links, rechts, rechts, links. Okay, das war ein Volltreffer. Schöne Sache. Kann ich eigentlich über das Bett einfach drüber laufen? Oh, ich kann. Gut zu wissen. Links war schon mal falsch. Rechts, links, links, rechts. Okay. Die Kombinationen sind ziemlich simpel, muss ich sagen, im Moment. Ja, also auf die Art könnt ihr euch natürlich wunderbar bereichern. Das funktioniert, glaube ich, sogar, wenn ihr nicht im alten Lager angehört, aber man muss es nicht tun, ne? Ist klar. Rechts war falsch. Links, rechts, rechts, Mist. Links, rechts, rechts, rechts. Ja, ich weiß, ich bin gerade sehr unterhaltsam. Ich kann irgendwie Richtungen angeben. Okay, jetzt drehen wir den Dietrich nach rechts. Und das war falsch. Jetzt drehen wir ihn nach links und das war richtig. Und rechts war falsch. Links, links, rechts, Mist. Links, links, rechts, links. Okay.